Das sind Walliser Nachrichten vom 4. April mit diesen Themen hier. Berufungsprozess zur Spendenaffäre Merl hat angefangen. Die MG-Bahn hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich und Zusammenschluss von der Raiffeisenbanken Belalp Simplon und Brick Glies. Schön, schauen dazu. Die Zeitung hat am Freitagmorgen das Walliser Kantonsgericht über die Spendenaffäre von Merl verhandelt. Die Gemeindepräsidentin und der Gemeindeschreiber von Merl sind in erster Instanz wegen Veruntreuung von Spendengeldern im Zusammenhang mit dem Unwetter im Oktober 2000 zu bedingter Gefängnisstrafe von 8 respektive 4 Monaten verurteilt gekommen. Das zweitinstanzliche Urteil wird man erst in der nächsten Woche fällen und veröffentlichen. Die Matterhorn-Gotthardbahn hat ihr erfolgreiches Geschäftsjahr 2007 präsentiert. Mit über 5,5 Millionen transportierten Fahrgästen im 2007 ist die Zahl um 7,6% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. An der GV sind die umgesetzten Grossprojekte wie der Bahnhof Fischb oder das Matterhorn-Terminal im Vordergrund gestanden. Durch den Mehrverkehr, den die NEAD mit sich bringt, sind Leute der Geschäftsleitungen über die Prüfung des Fahrplankonzepts erforderlich. Die Raiffeisenbank Belalp Simplon hat sich an der GV deutlich für einen Zusammenschluss mit Brick Glies entschieden. Mit dem Rekordergebnis von 99% war der Entscheid eindeutig. Zugleich hat man dann beantragt, die Fusion rückwirkend auf den 1. Januar 2008 festzulegen. Die Walliser Landwirtschaftskammer hat sich am Freitag an der GV intensiv mit der dritten Schronenkorrektion befasst. Man ist unter anderem der Meinung, dass durch die Veränderungen wertvolle Flächen für die Landwirte verloren gehen. In Anwesenheit von politischer Prominenz hat man auch wieder den Prix Agrivalet vergeben. Dieses Jahr hat man auf die Projekte Biogas à la Gfisp und La Cavagne aufgeteilt. Bei einer Aktion Mystery Check hat man per E-Mail rund 5000 Tourismusorte in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz nach konkreten Angeboten gefragt. Nach den Auswertungen von Kriterien wie Servicequalität hat von den Oberwalliser Destinationen auch die Region Goms mit den Orten Arne, Viersch und Oberwald sehr gut abgeschnitten. Die Briginer Simplonhalle hat man am Donnerstagnachmittag die Bilder zur Alpostadt Brick Glies 2008 verkauft. Die Bilder haben Schülerinnen und Schüler aus Brick Glies Anfangsjahr gemalt. Der Erlös kommt jetzt zum Alters- und Pflegeheim Englisch Grüße zu Brick zu gut. Ein richtig schöner Freitag haben wir hinter uns, wie das Wetter am Wochenende kommt. Das schauen wir jetzt genauer an. Vom Briggerberg aus hat die Aletschregion richtig hübsch ausgesehen. Sonnig und für das Bild ein bisschen zu verbessern, auch noch mit ein paar fleuchigen Wolken. Das war heute so und bleibt auch so. Im Norden vom Wallis ist morgen wechselnd bewölkt, im Rest erwarten wir einen sonnigen Morgen und Nachmittag. Der eine oder andere freut sich da über die frühlingshaften Temperaturen, die zurückkommen. Um die 12 Grad sind das. Im Tal selbst, das Brigg bei 13, zieht es sogar bis auf 15 Grad. Hier für den Brief sind wir zwischen 5 und 7 Grad. Nicht gefrieren, mag es über die Nacht im Telle. Der Sonntag bleibt wie der Samstagabend wechselnd bewölkt mit Temperaturen mit um die 8 Grad. Der Wochenstart bleibt in etwa ähnlich und auch der Dienstag ist überzogen mit 9 bis 10 Grad. Das sind die Walliser Nachrichten. Allen zusammen ein schönes Wochenende. Merci vielmals für's Zuschauen.